Ja, da sind wir zu einem neuen Match. Liverpool gegen FC Chelsea. Und ich dachte mir, ach komm, was soll's. Machen wir ein 3D-Match draus. Und Chelsea hat ja mit José Mourinho, wie auch immer heißt. Ich lese den Namen richtig, aber sobald ich ihn aus dem Kopf wieder nachholen soll, vergesse ich ihn. Sie haben einen neuen Trainer, deswegen sind sie besonders motiviert. Na, das finde ich ja ganz toll. Und wollen wir mal schauen, was Suárez da macht. Da prüft er erstmal ganz locker Tschech. Und ja, wir haben die Mission in den letzten 3 Spielen, die uns verbleiben, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, dass es 3 Spiele sind, Tottenham einzuholen, was vermutlich sehr schwer werden wird. Aber ja, man darf die Hoffnung nicht aufgeben, wie es so schön heißt. Und wir wollen mal gucken. Henderson, da vorne kann er sehr schön Suárez schicken, aber David Luiz hat aufgepasst, klärt da den Ball. Wijnaldum, geh ran, jawohl, Lever, sehr schön, Eremenko sieht dort Suárez, verliert aber den Ball. Sterling will hinterher, der wird aber so schnell gespielt, dass der Ball schon wieder jetzt im Sturm ist, bei Fernando Torres auf Juan Mata. Wohin geht der Ball jetzt? Wohin geht er jetzt? Natürlich zu Matic. Sehr schön. Und er hat dort einfach mal Cole gesehen, der mitgelaufen ist. Vorne Azar. In die Mitte auf Fernandes. Fernando Torres, so heißt er. Ja, sehr, sehr interessant, wie das hier geht. Wir haben auf jeden Fall eine super Siegprämie eingeschaltet. Ich hoffe natürlich, dass die Leute davon begeistert sind, unsere Jungs. Dass sie sich da ein bisschen reinlegen ins Spiel. Und da ein ganz fataler Fehlpass. Suárez holt sich wieder auf Wijnaldum. Der dribbelt. Die Flanke. Terry klärt. Terry. Sehr schön. Sakko. Auf Wijnaldum. Suárez. Wow. Was eine Bombe da aus zweiter Reihe. Schönes Ding. Hat er mal einfach da Volley geschossen. Sehr geil. Juan Mata nochmal. Wo will er hin? Ah, wie üblich auf Matic und dann Lampard. Essien. Los, Leveranda. Alexandro. Essien. Ich weiß echt nicht, was die da vorhaben. Die spielen über außen. Alexandro passt da gut auf. Azar. Sehr schön. Ah, da kommt die Grätsche. Da muss aber jetzt hier auch nochmal was. Da muss nochmal was kommen hier, ne? So, und es sieht so aus, als wäre Tottenham dabei hinten zu liegen. Weil sie nur 79 Punkte jetzt haben. Also kein Zusatzpunkt fürs Unentschieden, was man aktuell hier hat. Wir haben 76, wenn es so bleibt. Wir wollen aber eigentlich auf einen Sieg spielen. Suárez. Suárez ist da durch. Peter Cech hält da am Ende den Ball. Komm schon, Freunde. Ausführen. Sehr schön. Ab in die Mitte und Kopfball rein. Irgendwas. Jawohl! Da ist das Ding! Ich habe nicht gesehen, wer es war. Es war Henderson! Vorlage Alexandro. Ich hab's gar nicht so schnell sehen können. Und damit sind wir auf einen Punkt dran an Tottenham, wenn es so bleibt. Das ist die ganz große Sache. Wenn es so bleibt. Tottenham darf jetzt nicht noch Tore schießen und wir dürfen nicht noch Dinger von Chelsea kassieren. Also dranbleiben. 31 Minuten sind gespielt. Die Erwartungen sind jetzt ganz groß. Ich hoffe zumindest, dass... Na, Tottenham... Hat den Ausgleich geschafft, wie wir gerade sehen, 80 Punkte wieder, was nicht so schlecht ist. 2 Punkte sind es. Sollen sie sich jetzt noch einen Dreier machen, wenn es wieder 4 Punkte und dann ist es... Ah! Okay, Randa. Haltet sie von unserem Tor fern. Oh nein, Azar ist da durch. Ab in die Mitte. Leva geht dazwischen. Alexandro legt sie den vor, Ball weit nach vorne. Auf Sterling. Der sieht dort Suárez. Suárez! Nein! Der kann sich da nicht durchsetzen. Lampard. Wijnaldum. Schön. Oh, fast wäre er durch gewesen. Nächster Ball. Sterling. Und die Verteidigung hat geklärt. Die haben es gesehen. Oh, was? Handspiel? Für Terry. Gelbe Karte. War da eine Grätsche oder was war da? Ne? Ich hab's jetzt nicht gesehen, aber es gibt Freistoß für uns. Meinetwegen. Wie hat er den denn geschossen? Also, was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das habe ich noch nicht mal in der Kreisliga habe ich schon gesehen. Kreisliga-Fußball.
Alter Falter, was war das für ein Freistoß? Den wollte er mit Außenriss schießen und der geht ja echt zur Eckfahne. Was war das denn? Na gut. Na gut, na gut. Kolo. Auf Henderson, in die Mitte gespielt, auf Eremenko. Der zieht dort direkt ab. Terry geht dazwischen. Und damit steht zur Halbzeit hier erstmal für uns 1:0. Wir wollen mal gucken. Stoke City Tottenham 1:1. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Natürlich wäre es für die Spannung ja besser, wenn Tottenham unentschieden spielt. Aber beeinflussen können wir es nicht. Wir müssen hier unsere Dinger machen. Das ist das Wichtige. Die Noten sind, naja, durchwachsen. Es läuft nach Plan. Es ist alles schon mal ganz gut. Teamwork, da müssen wir irgendwie dran arbeiten. Hier ein bisschen Motivation. Dich auch nochmal motivieren. Hier nochmal ein Lob. Wer hat das Tor geschossen? Du. Henderson. Sogar mit einem schönen Schuss. Hier nochmal eine Motivationsspritze. Der Rest wird geknetet. Okay. Okay, Freunde. Super. Also, es steht 1:0. Und ich hoffe, dass Stoke City nochmal trifft. Was aber sehr schwierig wird gegen Tottenham. Ballbesitz hier für uns. Henderson spielt dort sehr schön. Eremenko auf Suarez. Mit einem Fernschuss. Alter Falter, was eine Bombe. Peter Cech wird dort richtig krass geprüft. So, jetzt wo geht der Ball hin? Zu wem? Wohin? Kohl passt dort auf. Der Kohl. Helmut. Henderson. Jawohl, jawohl. Egger. Wijnaldum. Suarez. Wurm, der zieht aus jeder Position einfach ab. Kann ja mal reingehen, ich glaub's aber nicht. Ich glaube, wir haben Fernschüsse für ihn aktiviert. Ja, also ganz knappe Geschichte auf jeden Fall. Hätte man vielleicht sogar noch einen Ticken abgeben können. Wir öffnen die Taktik. Wir sagen bei den Anweisungen. Junge, probier's mal bitte nicht mit Fernschüssen. Die sind nicht so das Gelbe von Ei. Distanz hat er nicht. Okay. Dann versucht er wahrscheinlich mehr zu dribbeln und herumzutanzen, was vielleicht auch nicht besser wird. Aber ja. Gut, 52 Minuten hier gespielt. Wir wollen gleich mal gucken, ob wir da was auswechseln sollen, müssen, können. Aber sieht im Moment noch nicht so danach aus. Eremenko. Suarez. Was? Oh, huhu. Da gibt es auf jeden Fall die Grätsche von vorn und von hinten. Und jetzt verpiss dich, Junge. Terry, hau ab, Mann. Tottenham immer noch unentschieden, da kommt noch kein Tor dazu, was ist da los? Ja, soll halt tot sein, ey. Okay. Ah, gut geklärt, Lampard. Hier mein Hazard. Fernschuss an die Ecke, an die Eckfahne. Chancen 9:3, also ich denke mal, wenn das Verhältnis so bleibt und wir vielleicht noch ein paar Dinger machen, paar Chancen reinmachen, dann ist es hier alles ganz gut. Crystal Palace, Man City 0:4, Dzeko hat's geschossen. Okay. Ja, gut, Eremenko. Sterling, sehr schön, guter Einsatz. Alexandro. Eremenko. Sehr gut, alles klar, unser Ding. Suarez. Schießt dort den Verteidiger an Terry an. Okay. Das ist noch nicht jetzt gerade so das Gelbe vom Ei. Schön, da erstmal zwischengehen. Kommt. Ah, Alexandro lässt sich da vernaschen von Azar. Lampard. Aber das war ja. Was war das? Ein Übungsschuss? Das war so ähnlich wie der Schuss von Suarez. Also gezielt wurde dort nicht. Das haben wir im Training eigentlich schon mal besser gemacht. Die erste Auswechslung kommt. Wir gucken auch direkt nochmal. Brauchen im Moment aber nichts. Vielleicht natürlich, ja. Suarez könnte man natürlich wechseln. Eine 4,0. Aber ich glaube, der hat noch irgendwie Potenzial, das, da so ein Ding zu machen. Sterling, Raheem, passt da auf. Sehr schön. Lever. Mal die Maus aus dem Bild nehmen. Sterling. Auf Eremenko. Anspielstation gesucht. Sehr schön. Henderson. Setzt sich da durch mit einem Fernschuss. Hat wahrscheinlich auch Fernschüsse aktiviert. Super. So, Henderson mit der 2,0. Anweisungen, habt ihr Fernschüsse? Ja. Okay. Vielleicht sollte ich das mal ausmachen. Hier so ein bisschen.
Vielleicht auch im Textmodus. Ich weiß nicht, ob vielleicht unsere 1000 Chancen dadurch entstehen, dass wir mal aus der Entfernung draufballern und deswegen so wenig reingeht. Wäre vielleicht mal ein Versuch wert, ne, das auszuprobieren. Also ich gehe einfach mal aus, wenn man sagt, darf man Distanzschuss oder Distanzschüsse machen oder wagen, dass er nicht durchgehend Distanzschüsse probiert. Das wäre es ja eigentlich, ne? Aber ja, Schüsse aufs Tor 4, Chelsea 0. Ja, okay. Hier noch ein paar Minütchen. Im Moment immer noch unentschieden in Stoke City gegen Tottenham. Vielleicht schafft er Stoke City noch ein Tor. Suarez bedankt sich für die Hereingabe und spielt den Ball auf Henderson. Zurück auf Suarez. Der spielt gerade auf Zeit. Okay, habe ich Zeitspiel an? Das würde mich jetzt wundern irgendwie. Geht darauf bitte. 79. 80. Minute. Leva, sehr schön. Gut geklärt, Eremenko. Jetzt den Ball sehr schön weitergeleitet. Wir suchen jetzt die Anspielstation nach vorne. Und ein fataler Fehlpass. Jetzt geht's mal ganz schnell. Wir haben den Ball zurück. Henderson auf Suarez. Hat kaum eine Anspielstation. Ah, wir spielen halt nur mit einer Spitze, ne? Das ist das Problem. Aber solange es hier nicht irgendwie noch zum Gegentreffer kommt. Treffer drin! Aus der Entfernung! Ich glaub's ja nicht! Wo kam das Ding plötzlich her? Aus dem Nichts machen wir das Ding. 2:0 gegen FC Chelsea. Das muss uns erstmal einer nachmachen. Spitze. Da können wir direkt mal alle ein- und auswechseln. Hinergebnis 3:2. Okay, Kolo Touré. Da können wir Ilori mal reinbringen. Ach, Kolo ist hier RV. Ah, okay, können wir trotzdem ihn reinbringen. Holen wir den Dagger raus. Aspas vielleicht mal hier so, zack. Und Sterling, wir haben Sturridge. Allen würde gerne auch mal spielen wahrscheinlich. Allen für Wijnaldum. Oh. So. 3 Minuten. 3 Minuten hier noch zu überleben mit einem 2:0 Vorsprung. Ich glaube nicht, dass wir da noch so viel verkehrt machen können. Es sind nur noch 2 Minuten, dann Nachspielzeit. Da kann man so ein bisschen... Yay, ich darf spielen! Aber natürlich eine Minute nur noch. Es ist so schön, wie die Zeit hier wegfliegt. 4 Minuten Nachspielzeit. Da darf man die mal ruhig reinlassen. Sind natürlich nur ein paar Minuten. Da ärgern sie sich bestimmt, wenn sie so wenig Zeit haben. Mikkel für Sien. Okay. Na denn. Also, das Spiel sieht doch hier schon mal ganz nett aus. Es ist immer noch unentschieden zwischen Stoke City und Tottenham. Henderson sieht dort Aspas. Zurück auf Henderson. Der setzt sich da durch. Sehr schön. Allen schnell auf Aspas gespielt. Der Ball ist doch noch nicht weg. Eremenko mit dem Schuss aus der zweiten bzw. dritten Reihe. Aber Peter Cech hat da gar kein Problem. Eben ist er reingegangen von Suarez. Und damit gewinnen wir das Match gegen den FC Chelsea. Ja, nice. Richtig, richtig nice. Und Tottenham trennt sich mit Stoke City 1:1. Sie teilen sich einfach mal die Punkte. Und geben einen an uns ab. Flupp, da ist das Ding drin. Wunderbar. 4:0, hätte ich fast gesagt. 4 Minuten Nachspielzeit sind sehr schnell umgegangen. Das kennen wir bei FIFA nicht. Hier kennen wir es. So, jetzt hier einmal direkt weiter. Super. Peter Cech hier hat auch grandios gehalten. Das stimmt natürlich. Henderson hier mit dem Tor 1,5. Suarez eine 4,0, obwohl er ein Tor geschossen hat. Ja, Peter Cech, das geht in Ordnung. 2 Punkte nur noch. 2 Punkte auf Tottenham. Und 2 Spiele. Also wenn Tottenham einmal verliert, also wir müssen alles gewinnen. Wir müssten im Prinzip, um ganz sicher zu gehen, alles jetzt gewinnen. Wenn die jetzt 2 Unentschieden spielen, klappt es noch nicht wegen der Tordifferenz. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass die Niederlage einfahren. Die müssten auf jeden Fall eine Niederlage einfahren. Na gut. Spieltages habe ich da irgendwie hier. Henderson, sehr schön. Sehr, sehr schön. David Silva auch mit dabei. Dzeko Agüero. Ein Jugendspiel entdeckt. Ein Torwart. Warum nicht? Bellamy. Aha. Super letztes Spiel.
Kann ich sonst irgendwas sagen? Nee. Okay. Henderson. Kann ich nichts sagen. Schade. So, Verletzungen. 7 Wochen und 5 Tage. Wie sieht es in der Teamdynamik aus? Frustration. Kelly muss nochmal spielen. Okay. Aber wenn man die mal so einsetzt, ist das gar nicht mal so verkehrt. Unfaire Gehälter. Gut, dann gucken wir ganz kurz nochmal hier rein. Finanzstatus, da kann ich noch nichts verteilen wieder. Das habe ich erst gemacht. Die Tabelle, schauen wir uns mal ganz kurz an. Was sind die Ergebnisse? Das ist auch richtig. Drei Dinger stehen noch an erstmal. Also 2 aus der Premier League. Crystal Palace und Newcastle United. Ja, also es sollte da was möglich sein. Da sollte ein Sieg drin sein. Gegen wen spielt denn jetzt Tottenham noch? Kann ich das hier auch sehen? Nee, das kann ich hier, glaube ich, nicht sehen. Kann ich hier sehen? Nächste Spiele. West Ham United und Aston Villa. Da ist vielleicht sogar die Niederlage drin. Aber sobald sie einen Sieg, einen Unentschieden haben, also sie haben 4 Punkte dann nur geholt, und wenn wir 2 Siege haben, sind wir an denen vorbei. Also ein Unentschieden ist da wenigstens, ist da vielleicht sogar drin. Okay, ups, dann war es das erstmal soweit für diese Folge. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich mega spitze freuen. Und damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Das war's auch erstmal mit dem Fußballmanager 13 und FC Liverpool. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Interessant könnte für euch sein unsere Facebook-Page, denn da haben wir immer aktuelle brandheiße News. Geht dazu einfach auf facebook.com/zockerdudes. Ja, das soll es doch erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen.